Nach der Anordnung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Bundeskabinett am Mittwoch die geforderte Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland beschlossen. Danach können die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland in der Energiekrise über den Winter bis zum 15. April 2023 laufen. Eigentlich hätten alle drei bis zum Jahresende abgeschaltet werden müssen. Bis Ende November soll das Vorhaben die parlamentarischen Hürden nehmen. Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Gesetzentwurf ist jetzt als eigenständiger Gesetzentwurf vorgesehen und geplant. Das ist der Sache angemessen durch den Zeitverzug der letzten Tage oder wenigen Wochen. Wäre es jetzt nicht mehr möglich gewesen, mit einem eigenständigen Gesetzentwurf eine Einsatzreserve zu ziehen. Deswegen ist es gleichzeitig der Beschluss, dass die AKWs, wenn der Gesetzentwurf dann zum Gesetz geworden ist, in den Streckbetrieb gehen. Da hat uns die Zeit sonst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben damit, wie Steffi Lemke sagte, für diesen Winter, für die Netzstabilität, vor allem im süddeutschen Raum, die Möglichkeit, die verbleibende Stromerzeugungskapazität der Atomkraftwerke zu nutzen. Das wird helfen in einer angespannten Situation. Und für den nächsten Winter sind wir sehr zuversichtlich, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine andere Situation vorfinden werden, weil ja der Aufbau einer alternativen Gasinfrastruktur an den norddeutschen Häfenstandorten, Hafenstandorten vorangeht, sodass wir dann im nächsten Winter einen Gutteil der weggefallenen Leistungen von Nord Stream 1 ersetzt haben werden durch die FSRU-Schiffe bzw. durch die Möglichkeit, mehr Gas nach Deutschland zu bekommen. Scholz hatte ein Machtwort gesprochen. Da Habeck sich mit FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner nicht verständigen konnte, der deutlich längere Laufzeiten gefordert hatte.